Und dann will er mir unbedingt noch das neueste Projekt vom Eutinger NABU zeigen. Ein Mini-Windrad mit Batterie auf der Wiese. Und jetzt passen Sie auf, was das kann. Das ist die Ladestation mit ganz normalen 230-Volt-Anschluss, in dem man jedes herkömmliche Pedelec oder E-Bike-Ladegerät anschließen kann. Und wir haben einen USB-Anschluss, an dem man ein Smartphone oder ein Handy laden kann. Und zufällig habe ich ein Handy dabei und ein Handy-Ladekabel. Und jetzt probieren wir das aus. Herr Badei, das ist ja der Hammer. Ja, aus so. Unserem Windrad kommt der Strom. Alles von da? Alles von da. Mitten in der Natur? In der Landschaft.